Wege des Westens. Zwei Religionen, die den Frieden wollen und ihn dennoch im Lauf der Geschichte immer wieder brechen. Epochen des Gegeneinanders und des Miteinanders. Menschen und Mächte, die im Namen Gottes Kriege führen und am Ende doch nur um irdische Herrschaft ringen. Die Osmanen, eine islamische Großmacht. Jahrhundertelang ein Albtraum für die Europäer. Dank einer schlagkräftigen Armee eilen sie von Sieg zu Sieg. Immer weiter drängen die muslimischen Krieger nach Westen. Im Jahr 1683 hallt ein Schreckensruf durch die christliche Welt. Die Türken vor Wien. Steht die Zukunft Europas auf dem Spiel? Wien, Hauptstadt des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation und Sitz des Habsburger Kaisers. Im Sommer 1683 droht der Stadt die Eroberung. Schon seit Wochen halten die Wiener der Belagerung eines türkischen Heeres stand. Die Verteidiger kommandiert Graf von Starhemberg. Er weiß, dass die Stadt um jeden Preis gehalten werden muss. Denn sollte sie fallen, droht der Vorstoß der Muslime ins Zentrum des christlichen Europa. Der Dauerbeschuss zeigt Wirkung, lässt nicht nur Mauern bersten, er zermürbt auch die Moral der Verteidiger. Exzellenz, wir haben sehr große Verluste. Was sollen wir machen? Wir brauchen ganz dringend Verstärkung. Haltet irgendwie durch! Die Stadt ist völlig von der Außenwelt abgeschnitten. Ohne seine starken Wälle wäre Wien schon längst gefallen. Oberster Befehlshaber der türkischen Armee ist der ehrgeizige Großvezier Kara Mustafa Pascha. Durch die Einnahme der Stadt will er Unsterblichkeit erlangen. Adjutant, mach Meldung. Die Truppen Kara Mustafas sind voller Siegeszuversicht. Wie ist die Lage für unsere Truppen an der Mauer? Zeigt unser Artilleriefeuer endlich die gewünschte Wirkung? Mehr als das. Es dauert nicht mehr lange, dann steht kein Stein mehr auf dem anderen. Aber Kara Mustafa setzt nicht nur auf Kanonen und seine 200.000 Soldaten. Vertraut auf die erhabene Fahne des Propheten. Allahs Segen ist mit euch in diesem Kampf. Unser Glaube wird uns zum Sieg führen. Lob sei Allah, dem Allerhabenen! Wien muss noch im Sommer fallen, sonst zwingt das Wetter zum Abzug. Die Mauern halten immer noch stand. Mit Kanonen allein werden wir die Festung der Ungläubigen nicht bezwingen. Sagt den Mineuren, sie sollen sich bereit machen. Wien, der goldene Apfel, muss fallen. Ich bin entschlossen, die Stadt im Sturm zu nehmen. Mit Allahs Hilfe wird sie schon bald unser sein. Ja, mein Pascha. Osmanische Mineure treiben Stollen durch das Erdreich bis zu den Fundamenten der Wiener Stadtmauer. Sie wollen die Befestigungen der Stadt mit Fässern voller Schießpulver zum Einsturz bringen. Gewaltige Sprengladungen reißen erste Breschen in die Bastionen. Gib das Zeichen zum Angriff. Die Wiener Verteidiger können die Lücke in der Mauer besetzen. In letzter Sekunde. Gelingt es den Osmanen, die Bresche zu erobern, ist die Stadt nicht mehr zu halten. Um jeden Fußbreit wird erbittert gekämpft. Mit allen Mitteln. Die Janitscharen, türkische Elitetruppen,
sind besonders gefürchtet. Schon als Kinder wurden sie unter Zwang auf dem Balkan rekrutiert. Sie stammen aus christlichen Familien, mussten Muslime werden und sind nun die ergebensten Krieger der türkischen Sultane. Doch auch ihnen gelingt es nicht, in die Festung einzudringen. Schon fast 8 Wochen wehren die Wiener alle Angriffe ab. Doch der Vorrat an Munition und Verpflegung geht zur Neige. Legt ihn hier hin. Die Verluste sind hoch und die Verteidiger am Ende ihrer Kräfte. Die Situation innerhalb der Mauern in Wien war ganz, ganz schlimm. Es lagen überall auf den Straßen die Leichen. Es gab nichts zu essen. Das ist natürlich für die Habsburger und für die ganze Armee eigentlich eine ganz schwierige Geschichte gewesen. Wir sind verloren, wenn die Allianz nicht bald kommt. Sie dürfen nicht aufgeben. Wir müssen auf den Kaiser vertrauen und auf Gott. Unsere christlichen Brüder werden uns schon nicht im Stich lassen. Sie werden uns zu Hilfe kommen. Wenn nicht, gnade uns Gott. 1683 stehen sich vor Wien 2 Großmächte gegenüber. Die Habsburger, die auch den Kaiser des Römisch-Deutschen Reiches stellen, und die Osmanen, deren Territorien sich über 3 Kontinente erstrecken. Doch wer sind die Krieger, die Europa in Angst und Schrecken versetzen? Im 13. Jahrhundert dringen die Osmanen, Angehörige eines Turkvolkes aus Innerasien, bis nach Anatolien vor. Mit Gewalt schaffen die Reiternomaden dort die Grundlagen für ein künftiges Weltreich. Auf ihrem Weg nach Westen hatten die Ahnen der Osmanen den Islam angenommen. Doch war der Begründer ihrer Herrschaft, Osman, wirklich ein Kämpfer für den Glauben, zu dem er später stilisiert wurde? Das Wort Dschihad wurde benutzt, aber ich glaube, es spielt eine ganz, ganz andere Sache als Mobilisationsfaktor und als Ermutigung zum Kampf eine Rolle. Die Expansion des Osmanischen Reiches selber wurde ja nicht durch einen heiligen Krieg, sondern mit ganz materiellen Interessen geführt. Und doch herrscht in den eroberten Gebieten künftig auch ihr Glaube. Schritt für Schritt erweitern die Osmanen ihren Machtbereich und dringen nach Europa vor. Seit Mitte des 14. Jahrhunderts fallen immer mehr Gebiete des christlichen Balkans unter ihre Herrschaft. Nur eine Stadt scheint für die Eroberer uneinnehmbar. Die Metropole am Bosporus, Konstantinopel. Für die Muslime seit jeher die Stadt einer großen Verheißung. Denn Mohammed hatte prophezeit: Konstantinopel wird erobert werden. Gesegnet sei der Befehlshaber und gesegnet seine Truppen. Seit über 1000 Jahren residieren die Kaiser des Byzantinischen Reiches am Bosporus. Die Stadt ist seit der Spätantike das Zentrum der orthodoxen Christen. Der Herrscher in Konstantinopel sah sich als Kaiser von Gottes Gnaden und als Schutzherr des einzig wahren Glaubens. Konstantinopel ist berühmt für seine heiligen Reliquien, für erlesene Kunstwerke und verherrlichende Pracht. Im Glanz des Goldes, so der Glaube, offenbare sich der Geist Gottes. Um ihren Reichtum wird die Stadt am Bosporus weit über ihre Grenzen hinaus beneidet. Die Kirche der Heiligen Weisheit, die Hagia Sophia aus dem 6. Jahrhundert, überragt Konstantinopel. Bis zum Bau des Petersdoms war sie die größte Kirche der Christenheit und für die Zeitgenossen ein Weltwunder. Ein begeisterter Besucher schreibt: Immer wenn jemand die Kirche betritt, versteht er sofort, dass nicht menschliche Kraft dieses herrliche Werk erschuf, sondern die Macht Gottes selbst. Vieles erscheint übermenschlich in Konstantinopel. Auch die gewaltigen Befestigungsanlagen. Mitte des 15. Jahrhunderts schützen sie die letzte christliche Bastion im Machtbereich der Osmanen.
1453 droht wieder Gefahr. Der junge Sultan Mehmed II. Will Konstantinopel erobern. Er begehrt den goldenen Apfel, das Herrschersymbol der byzantinischen Kaiser. Ein Wunsch, den schon viele Sultane erhegten. Seine Vorgänger hatten bereits große Anstrengungen gemacht, Konstantinopel zu erobern. Jetzt besaß er aber mit moderner Artillerie die Möglichkeit, die Mauern zu durchbrechen. Mehmed setzt die größte Kanone der Welt ein. Sie wurde von einem Waffenmeister aus Ungarn gegossen, einem Christen. Nun dient sie der größten muslimischen Macht ihrer Zeit in einem Kampf, in dem es auch um den Sieg des wahren Glaubens geht. Mehmed erklärt den Angriff auf die Stadt zum Heiligen Krieg. Mein höchstes Trachten geht dahin, die Ungläubigen niederzuwerfen. Am 12. April 1453 eröffnen die türkischen Kanonen das Feuer. Sie pulverisieren die Mauern, schreibt ein entsetzter Verteidiger. Die Osmanen hatten jahrzehntelang die besten Artilleriegeschütze, die es auf der Welt gab. Und die osmanische Artillerie hat viel mehr entschieden als der Dschihad. 6 Wochen später ist die Schlacht entschieden. Nun bestimmen die Osmanen über das Schicksal der Stadt und ihrer christlichen Bewohner. Achtung! Unser Herrscher Sultan Mehmed betritt die Stadt! Der Traum des Sultans ist wahr geworden. Als Mehmed der Eroberer geht er in die Geschichte ein. Streiter des Islam! Ihr habt eure Pflicht im Heiligen Krieg tapfer erfüllt, wie es der Koran verlangt. Und dafür holt euch jetzt euren verdienten Lohn! Los! Die muslimische Tradition fordert seit alters her von den Gläubigen den Dschihad. Die Anstrengung auf dem Weg Gottes. Damit kann ein religiöses Bemühen gemeint sein, aber auch der bewaffnete Kampf zur Verteidigung und Verbreitung des Glaubens. Viele von euch möchten daheim bleiben, anstatt für unsere gerechte Sache zu kämpfen. Doch wer für Allahs Sache kämpft, ihm wird bald herrlicher Lohn im Paradies gewährt werden. Auch die Osmanen rechtfertigen ihre Expansion mit dem Dschihad-Gedanken. Das islamische Recht gestattet den siegreichen Soldaten, eine eroberte Stadt zu plündern, wenn sie sich nicht ergibt. Lang lebe Sultan Mehmed! Kommt, meine Kampfgefährten, folgt mir zur großen Kirche der Ungläubigen! Auf zur Kirche! Es ist nicht anders als bei den christlichen Armeen jener Zeit. Leistet eine Stadt Widerstand, dann droht den Einwohnern Vergeltung. Herr, wir sind von dir abgefallen, aber lass deine heilige Stadt nicht wegen unserer Sünden untergehen. In den Stunden der Eroberung haben viele Menschen in der Hagia Sophia Zuflucht gesucht. Sie hoffen, in dem Gotteshaus geschützt zu sein. Ich bitte dich, Christus, hilf uns und errette uns aus den Händen der wütenden Feinde. Was nun geschah, haben einige christliche Chronisten festgehalten. Noch nie ist etwas Schrecklicheres geschehen als dies. Und es wird auch niemals etwas Schrecklicheres geschehen. In den Annalen des christlichen Abendlandes wird die Eroberung Konstantinopels tiefe Spuren hinterlassen. Sie machen jeden, der ihnen über den Weg läuft, mit dem Krummsäbel nieder. Frauen und Männer, Alte und Junge gleichermaßen. Die Osmanen üben nach den verlustreichen Kämpfen Rache. 3 Tage lang ist die Stadt den Eroberern schutzlos ausgeliefert. Dann gebietet Sultan Mehmed seinen Kriegern Einhalt.
Er will nicht, dass Konstantinopel zerstört und entvölkert wird. Es soll die neue Hauptstadt des Osmanischen Reiches werden. Ein Reich, in dem neben dem Islam auch das griechische und armenische Christentum ihren Platz haben sollen. Nach einer Legende habe Mehmed unter den gefallenen Verteidigern nach dem toten Kaiser suchen lassen. Am goldenen Adlerwappen auf seinen Schuhen soll er schließlich erkannt worden sein. Der mächtige Kaiser und seine Männer haben die Stadt tapfer verteidigt. Lasst uns sie in allen Ehren bestatten. Doch der Respekt gilt nicht nur den Toten. In Mehmeds Reich sollen alle Untertanen, gleich welchen Glaubens, miteinander leben können. Wenngleich unter muslimischer Vorherrschaft. Um zu markieren, dass es nun eine osmanisch-muslimisch-islamische Stadt ist, wurde das Wahrzeichen der christlichen Welt, die Hagia Sophia, zur Moschee umfunktioniert und auch als Moschee genutzt von Mehmed II. Die Kuppel des Gotteshauses ziert seit über 500 Jahren der goldene Halbmond, Symbol einer historischen Zäsur. Lange Zeit blieb die Hagia Sophia die wichtigste Moschee im Osmanischen Reich. Wo einst die Christen nach Osten beteten, wies eine Gebetsnische den muslimischen Gläubigen die Richtung nach Mekka. Seit 1934 ist die Hagia Sophia ein Museum, aber noch immer das Wahrzeichen Istanbuls, des einstigen Konstantinopel. Mehmed hatte den goldenen Apfel gepflückt. Die Eroberung der Stadt durch die Türken hat eine neue Epoche eingeleitet. Sie war ganz bestimmt der Wendepunkt, der die Osmanen schlagartig zur Vormacht der islamischen Welt machte, und das für mehrere Jahrhunderte hinaus. Die Folgen waren unermesslich. Nach 1453 setzen die Osmanen ihre Expansion fort, auch in Europa. Sie besetzen weite Teile des Balkans und erobern schließlich Ungarn. Dann überschreitet die muslimische Großmacht die Grenzen des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Ein mächtiger Gegner, der jedoch vor einer Zerreißprobe steht. Im frühen 16. Jahrhundert wird das christliche Imperium von einem religiösen Konflikt erschüttert. In Worms kommt es zur Machtprobe. Ein Reich, ein Glaube, ein Herrscher. Das ist die Vision von Kaiser Karl V., die damals durch die Lehren Martin Luthers in Frage gestellt wird. Der rebellische Mönch gewinnt immer mehr Zulauf, weil er Kritik an der römischen Kirche übt und an den Herrschern, die sich auf sie stützen. Nun soll Luther in Worms widerrufen. Dr. Martin Luther aus Wittenberg. Mit ketzerischem Eifer hat er das Urteil der Päpste in Zweifel gezogen. In seinen Schriften hat er die Autorität der Kirche bestritten und dadurch die Einheit der Christen zerstört. Aber Luther hat auch mächtige Fürsprecher. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, kann und will ich nichts widerrufen. Gott helf mir. Amen. Luther wagt es, Kaiser und Kirche zu trotzen. Die Reformation ist nicht mehr zu stoppen. Auch weil Karl V. Als Kaiser des Römisch-Deutschen Reiches Grenzen schützen muss, die von den Osmanen bedroht werden. Viele seiner Kräfte sind an dieser Front gebunden. Vorwärts!
Eines der größten Probleme Karls des V. war die Bedrohung durch die Türken, also das Osmanische Reich. Seit 1520/21 gab es permanente militärische Auseinandersetzungen. Insofern halte ich den Satz für begründet, ohne Türken keine Reformation. 1529 wagen die Osmanen erstmals den Angriff auf die Metropole der Habsburger Kaiser. Die Eroberung Wiens durch Muslime hätte eine enorme symbolische Wirkung. Handelt es sich doch um eine Hauptstadt des christlichen Europa. In vielen Städten des Reiches erinnert ein tägliches Türkenläuten an die drohende Gefahr. Es gibt unter Gottes Himmel keine schimpflicheren, grausameren und frecheren Bösewichte als die Türken. In Türkenpredigten wird gegen den Antichristen, wie es heißt, mobil gemacht. Er wird als der Erbfeind des christlichen Glaubens geschmäht. Sultan Süleyman, genannt der Prächtige. Seine Truppen beginnen im Herbst 1529 mit dem Sturm auf Wien. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit, bis die Metropole der osmanischen Übermacht erliegen wird. Die Wiener beten und hoffen auf ein Wunder, das sich in ihren Augen tatsächlich ereignet. Bereits im Oktober beginnt es zu schneien. Der frühe Wintereinbruch rettet die Stadt. Süleyman muss die Belagerung abbrechen. Wenn man die osmanischen Quellen über Wien 1529 liest, dann sieht es so aus, als hätte er einen großen Sieg errungen. In Wirklichkeit ist Süleyman nach 3 Wochen abgezogen. Doch die Angst bleibt. In der Beschwörung der türkischen Gefahr sind sich Katholiken und Protestanten einig. Ihre Kampfschriften gegen die Osmanen finden im jungen Zeitalter des Buchdrucks weite Verbreitung. Tatsächliche oder vermeintliche Untaten werden in den sogenannten Türkendrucken fantasievoll ausgeschmückt. Vor allem die Darstellungen von Gräueltaten finden reißenden Absatz. Auch der Reformator Martin Luther wettert wortreich gegen den vermeintlichen Antichristen. Der Türk ist keinem Volk so Feind auf Erden als den Christen. Er ist Gottes Rute und der Diener des Teufels. Der Teufel sucht durch den Türken das Reich Christi vom Glauben zu stoßen. Seine Landsleute fordert Luther auf, getrost auf die Türken dreinzuschlagen. Die Angst, die mag berechtigt gewesen sein, auf eben Grund der Expansion, dem Expansionsdrang der Osmanen. Und man empfand ja nun die Türken als Geisel Gottes, als gerechte Strafe. Doch trotz der beschworenen Feindschaft gibt es zwischen Habsburgern und Osmanen auch diplomatische Beziehungen. Der kaiserliche Gesandte Ogia von Busbeck reist 1554 an den Hof Sultan Süleymans, um Friedensverhandlungen zu führen. Schon seit Jahren halten wir dem ungemeinen Druck der Türken stand. Der Kaiser legte mir ausführlich dar, wie der mächtige Feind besänftigt werden soll. Der Diplomat reist in eine Welt, die damals Europa an Glanz weit übertrifft. Besonders beeindruckt ist er von der Süleyman-Moschee. Mit ihr wollte der Sultan die Hagia Sophia übertrumpfen. Machtzentrum des Osmanischen Reiches ist der Topkapi-Palast. Die prächtige Hofhaltung des Sultans ist legendär und wird sogar in Europa neiderfüllt bewundert. Sehr viele Beobachter, übrigens schon der eigenen Zeit, haben davon gesprochen, dass zwischen 1450 und 1600 oder vielleicht auch 1650 das Osmanische Reich seine Blüte, sein goldenes Zeitalter erlebt hätte. Nur selten wird der Habsburger Botschafter zum Sultan vorgelassen. Auf dem Weg zu einer Audienz in Süleymans Palast gewinnt Busbeck Einblicke in eine sagenumwobene und streng abgeschirmte Welt. Mir war es möglich, einen Blick in den Harem zu werfen, den Wohnsitz des Sultans und seiner Familie. Die osmanischen Frauen sind zwar für ihre Keuschheit berühmt, doch sie werden vor den Blicken fremder Männer
im Hause verborgen gehalten. Das gilt vor allem für die Frauen des Sultans. Sie leben unter strenger Aufsicht von Eunuchen. Denn die Herrscher wollen sicherstellen, dass nur legitime Nachkommen geboren werden. Im Abendland hingegen beflügelt der Harem die Fantasien. Er wird zum Inbegriff von zügelloser Sinnlichkeit und von all dem, was im christlichen Europa verboten ist. Die Verhandlungen mit dem Sultan gestalten sich äußerst zäh. So nutze ich meine Zeit für das Studium der fremden Bräuche und Sitten. Ihre Tempeldiener erheben den Ruf von der Höhe eines eigens dazu erbauten Turmes. Sie hassen Körperschmutz mehr als geistige Unreinheit. Deshalb suchen sie das Badehaus auf, Hammam genannt. Exotische Güter aus der ganzen Welt sind auf den Märkten Konstantinopels zu haben. Auch das erste Kaffeehaus wird dort zu Busbecks Zeiten eröffnet. Gegen den Protest der Strenggläubigen ist Kaffee doch ein Getränk, das Mohammed noch nicht kannte. Busbeck berichtet auch von kulturellen und technischen Errungenschaften. Die Osmanen sind die Erben der arabischen Wissenschaften, wie Medizin und Astronomie. Aber sie greifen auch neue Erkenntnisse aus Europa ohne Vorbehalte auf. In einem Fall auch die Einsicht, dass die Erde eine Kugel sei. Auch die Entdeckung neuer Kontinente durch Spanier und Portugiesen findet große Aufmerksamkeit. Eine osmanische Weltkarte von 1513 zeigt bereits Teile Südamerikas. Religiöse Minderheiten werden nicht verfolgt. Juden aus ganz Europa suchen im Osmanenstaat Schutz. Eine Synagoge in Istanbul erinnert an die Flucht über das Meer. Die Kanzel gleicht einem Schiffsbug. Man könnte sagen, dass die Osmanen im Umgang mit Nichtmuslimen durchaus tolerant waren, gemessen an ihrer Zeit. Tolerant nicht im heutigen Sinne, einer gleichberechtigten Teilhabe, aber tolerant in dem Sinne, dass man ihnen rechtlichen Schutz gewährte, was sicherlich im 15., 16., 17. Jahrhundert im europäischen Kontext durchaus nicht immer gegeben war. Nach jahrelangen zähen Verhandlungen will Busbeck den Waffenstillstand mit den Osmanen endlich besiegeln. Mein Herr, der mächtige Kaiser der Christenheit, entbietet dem Sultan seine herrschaftlichen Grüße. Möge der Friede zwischen unseren Reichen von Dauer sein. Der allmächtige Sultan erwartet den jährlichen Tribut, den dein Kaiser zur Wahrung des Friedens zu entrichten hat. Wir zahlen als Zeichen des guten Willens und zum Heil unserer beider Völker. Der jährliche Tribut des Habsburger Kaisers an den Sultan beträgt insgesamt 10.000 Goldstücke. Sag deinem Kaiser, er darf den ruhenden Löwen nicht reizen. Das Schwert des Sultans wird andernfalls einen erbarmungslosen, grausamen Krieg gegen ihn führen. Sultan Süleyman, Herrscher auf drei Kontinenten, denkt gar nicht daran, den Botschafter der Ungläubigen ernst zu nehmen. Nur unter großen Mühen gelingt es Busbeck, den Waffenstillstand zwischen Habsburgern und Osmanen zu schließen. Seine Mission ist beendet. Herr, es steht alles bereit für eure Heimreise. Busbecks Resümee ist düster. Notwendig müssen die einen siegen, die anderen untergehen, notiert er. Das war's also. Auf Nimmerwiedersehen. Bei Gott. Nach 8 Jahren im Osmanischen Reich kehrt der Botschafter in die Heimat zurück. Die wird vorerst nicht von den Türken bedroht. Es sind die christlichen Konfessionen selbst, die sich bald wieder bekämpfen. Im katholischen Wien werden Pläne geschmiedet, die Reformation wieder rückgängig zu machen. Kaiser Ferdinand II.
möchte das Rad der Geschichte mit Gewalt zurückdrehen und den Protestantismus im Reich bezwingen. Der überzeugte Katholik will die Einheit der Kirche wiederherstellen. Doch im zersplitterten Heiligen Römischen Reich deutscher Nation stellen die Protestanten längst eine ernstzunehmende Macht dar. 1618 beginnt der schlimmste und letzte Glaubenskrieg zwischen den christlichen Mächten. 30 Jahre lang wird er die Mitte Europas in ein Schlachtfeld verwandeln. Es geht um den Glauben, vor allem aber um Macht und die Vorherrschaft auf dem Kontinent. Dafür entstehen auch Bündnisse über die Grenzen der Konfessionen hinweg. Die Folgen des 30-jährigen Krieges sind verheerend. Ganze Regionen werden verwüstet, entvölkert. Gewalt, Krankheit und Hunger raffen auf deutschem Boden mehr als ein Drittel der Bevölkerung dahin. Am Ende gibt es keinen Sieger. Vor allem aber Opfer. Im Zeichen des Glaubens wurde die Katastrophe entfesselt. Am Ende steht die Einsicht, dass Religion nie wieder Grund für einen Krieg der europäischen Mächte sein soll. Der Frieden von Münster und Osnabrück 1648 beendet die Epoche der christlichen Glaubenskämpfe. Die konfessionelle Teilung und die territoriale Zersplitterung des römisch-deutschen Reiches werden festgeschrieben. Das ist der Preis für den Frieden. Nur eine Generation nach der Katastrophe machen die Türken gegen das geschwächte römisch-deutsche Imperium mobil. Aufgrund seiner strategischen Lage ist Wien das Tor nach Mitteleuropa. Fällt die Stadt an die Osmanen, steht ihnen der Weg bis an den Rhein offen. Mit einem großen Sturmangriff wollen die Invasoren die Wiener Verteidigung endgültig durchbrechen. Die christlichen und muslimischen Kämpfer sind überzeugt, dass Gott auf ihrer Seite steht. So werden die letzten Kräfte für die entscheidende Schlacht mobilisiert. Es geht los! Wer noch eine Waffe halten kann, soll auf die Mauern! Schnell, beeilt euch! Was ist mit euch? Los, auf eure Posten! Kara Mustafa ist siegesgewiss. Die Festung Wien ist sturmreif. Der goldene Apfel. Morgen ist er unser. Morgen holen wir ihn uns. Die Festungsanlagen von Wien sind nach der Belagerung von 1529 erneuert und erheblich verstärkt worden. Die Mauern sind gestaffelt und schräg angelegt, sodass sie für die Kanonen kaum Trefferfläche bieten. Es ist ein ausgeklügeltes System von Wällen, Gräben und Bastionen. Nach strengen geometrischen Regeln konstruiert, besitzt die sternförmige Wallanlage keine toten Winkel. Die Verteidiger können nahende Angreifer ins Kreuzfeuer nehmen. Es gibt nur einen Weg, die Verteidigungsanlagen der Festung zu überwinden. Dafür treiben die Osmanen Tunnel unter die Stadtmauer. In unterirdischen Kammern sollen Pulverfässer gestapelt und zur Explosion gebracht werden. Die Wiener kennen die Gefahr. In den Kellern nahe der Stadtmauer versuchen Horchposten in Erfahrung zu bringen, wo die Tunnel gegraben werden. Fieberhaft legen die Verteidiger einen Gegenstollen an, um die feindliche Pulverkammer aufzuspüren. Ein Kampf gegen die Zeit. In letzter Sekunde gelingt es den Wienern, die Zündung einer riesigen Mine der Osmanen zu verhindern. Nur knapp entgeht die Stadt einer Katastrophe.
Die Gefahr ist noch nicht gebannt. Wenn die Allianz heute nicht eingreift, sind wir verloren. Übergeben Sie dieses Schreiben dem Oberbefehlshaber. Jetzt liegt alles in Ihrer Hand. Ein letzter beschwörender Appell an die christlichen Verbündeten. Es ist ein Glaubenskrieg gewesen. Ganz klar. Die Heilige Liga war dazu da, für den Glauben zu kämpfen. In der Heiligen Liga hatten sich Habsburg und andere Herrscher des Römisch-Deutschen Reiches mit Polen und Venedig verbündet. Doch andere christliche Mächte wie Frankreich, die Niederlande und England leisteten keine Hilfe. Die Wiener haben eine letzte Hoffnung. Ihnen wurde versprochen, dass ein Heer der Koalition zu ihrer Rettung auf dem Weg sei. Würde es die Stadt noch rechtzeitig erreichen? Der Bote aus Wien trifft bei den Verbündeten ein. Seid ihr der Herzog von Lothringen? Ja, bitte, was gibt's denn? Eure Exzellenz, ich habe eine dringende Nachricht für den Oberkommandierenden des Heeres der Allianz. Es eilt. Ein Hilferuf in höchster Not. Der polnische König. Er führt die Koalitionstruppen an. Der polnische König Jan Sobieski. Auf Drängen des Papstes hatte er mit den Habsburgern ein Bündnis gegen die osmanische Bedrohung geschlossen. Graf von Starhemberg schreibt, sie können die Stadt auf keinen Fall länger halten. Wenn wir Wien nicht retten, werden die Türken ihre Pferde am Rhein und an der Weichsel tränken. Wir greifen mit allen Kräften an. Hier werdet ihr euch Verdienste um die ganze Christenheit erwerben. Seid ihr bereit, meine Generäle? Wir sind bereit. Ich danke euch. Gebt Wien das Zeichen! Es beginnt eine Entscheidungsschlacht, die zum Kampf zwischen Christ und Antichrist stilisiert wird. Als die Wiener die Flammen sehen, ist es für sie wie eine Erlösung. Der Jungfrau Maria sei Dank. Seine Majestät der Kaiser lässt uns nicht im Stich. Ihr seid zu einem heiligen Krieg geweiht. So werden die Kämpfer der christlichen Allianz in einem Feldgottesdienst auf die Entscheidungsschlacht eingeschworen. Auch die osmanischen Krieger beten vor der Schlacht um göttlichen Beistand. Auch sie sollen durch religiöse Parolen ermutigt werden. Beide Parteien glauben Gott auf ihrer Seite. Die Zeit drängt. Unter der Führung des polnischen Königs beginnt am Morgen des 12. September 1683 der Angriff auf die türkischen Stellungen vor Wien. Als Schlacht am Kahlenberg wird der bevorstehende Kampf in die Geschichte eingehen. Die Wiener werden zu Zeugen, wie die polnischen Reiter die Belagerer überraschen. Die Türken hatten nicht damit gerechnet, dass sie selbst angegriffen werden und keine Vorkehrungen getroffen. Siegessicher hatten sie dem Kaiser in Wien gedroht, sein Ländchen mit Hufeisen zu zertreten. Allerdings unterschätzte Kara Mustafa die Allianzstärke der europäischen Mächte, nämlich der Einigkeit, diese Stadt auf alle Fälle zu verteidigen. Als die gepanzerten Reiter plötzlich vor dem Lager der Osmanen erscheinen, treffen sie kaum auf Gegenwehr. Auch die Leibgarde des Großwesirs wird überrascht, stellt sich den Angreifern entgegen. Doch auch sie kann die Niederlage nicht abwenden. Alles ist verloren, mein Pascha. Ihr müsst euer Leben vor den Ungläubigen retten. Und warum? Sollte ich nicht den Tod auf dem Schlachtfeld suchen? Keine Seele fliegt so rasch zum Himmel auf wie die der gefallenen Helden. Aber ihr seid die Seele der Armee. Werdet ihr zum Märtyrer, wird das ganze Heer zugrunde gehen. Lasst uns schnell von hier fliehen. Ob ich vor Allah Gnade finden werde? Im letzten Augenblick entscheidet sich Kara Mustafa zur Flucht. Nur mit knapper Not entgeht die osmanische Armee der Vernichtung. Zwar kann der Großvezier sein Leben und die Fahne des Propheten retten, doch wartet auf den Verlierer der Schlacht die Hinrichtung. Aus Sicht der Sieger aber hat vor Wien das Abendland über das Morgenland triumphiert.
Die Niederlage wird zum Wendepunkt. Die Türken werden immer weiter aus Europa zurückgedrängt und verlieren gegenüber den christlichen Mächten militärisch und wirtschaftlich an Bedeutung. Auch weil der Islam dem Fortschritt im Wege steht, wie manche Historiker meinen? Ich weiß nicht, ob bei dem langsamen Abstieg des Osmanischen Reiches, es wäre ein Prozess, der hat mehrere Jahrhunderte gedauert, der Islam wirklich eine entscheidende Rolle gespielt hat. Es gibt ganz viele andere Faktoren, etwa wirklich die osmanische Arroganz, der Nichtwille zu modernisieren, die technische Unfähigkeit, also der ganz späte Versuch zu industrialisieren, aber auch natürlich die große Unzufriedenheit der Bevölkerung dieses Vielvölkerreichs. Im Laufe von 250 Jahren verlieren die Osmanen die meisten Gebiete ihres einst so mächtigen Imperiums. 1923 entsteht als moderner Staat die Türkei. Wenig später erhält die Metropole am Bosporus den Namen Istanbul. Unter Kemal Atatürk wird das Land im europäischen Sinne reformiert. Auch durch einen Bruch mit religiösen Traditionen. Säkularismus und Modernisierung lauten die Ideen. Die Türkei entwickelt sich zu einem der fortschrittlichsten islamischen Staaten der Welt. Mit einer wachsenden Wirtschaft. Und einer Armee, die sich als Garanten der säkularen Ordnung im Land versteht. Die türkische Republik unter der Führung von Kemal Atatürk, dem Vater der Türken, hat versucht, sich ganz scharf abzugrenzen, ja regelrecht abzuschneiden von der osmanischen Vergangenheit und die Türkei in die Moderne zu führen und dies nach europäischem Vorbild. Heute wird das osmanische Erbe neu bewertet. Der Islam erlebt eine Renaissance. Wohin gehört die Türkei? Wird sie ihren Weg nach Europa weiter fortsetzen oder lieber an die osmanischen Traditionen anknüpfen als islamische Führungsmacht? Vielleicht liegt ihre Zukunft gerade darin, Brücke zu sein zwischen Orient und Okzident.